In Deutschland ist der Verkauf von Zigaretten legal, an Erwachsene. Es wird geschätzt, dass jeder Vierte jeden Tag raucht. Das Rauchen ist die häufigste Todesursache, die sich vermeiden ließe. Aber auch wenn der Verkauf von Zigaretten nicht verboten ist, das Rauchen an öffentlichen Orten ist es schon. Und zwar seit 2007. Ein Rauchverbot ist in erster Linie eine politische Entscheidung. Ein Land hat Zigaretten schon komplett verboten, Bhutan in Asien. Es ist aber auch eine Diktatur. Und Rauchen ist, auch wenn es der Gesundheit schadet, eine freie Entscheidung. Trotzdem versuchen Regierungen überall auf der Welt, den Tabakkonsum zu bekämpfen. So auch in Neuseeland. Dort wird es ab 2023 allen nach 2008 Geborenen verboten sein, Zigaretten zu kaufen. Und zwar für ihr ganzes Leben. Aber ein Zigarettenverbot bedeutet nicht automatisch, dass alle mit dem Rauchen aufhören. Zigaretten könnten dann beispielsweise illegal gehandelt werden. Dann würden ihre Inhaltsstoffe nicht mehr geprüft werden und sie könnten noch gesundheitsschädlicher werden. Etwa wie Drogen heute.